Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und nun geht es ein bisschen weiter mit der Hauptstory. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Und ja, deswegen gehen wir nochmal mit ihm hier. Wo bleibt der Kerl denn? So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Goldsmith, einer unserer Schiffsbauer, ist unterwegs, um Bauteile aus Limsa zu besorgen. Aber er hätte schon längst zurück sein müssen. Die Fähre, die er nehmen wollte, hat an Kerzenwacht Kai angelegt. Ich habe schon nachfragen lassen, aber man will ihn dort nicht gesehen haben. Da ich meine Posten hier nicht verlassen kann, bitte ich dich, zum Kerzenwacht Kai zu gehen, dort beim Fährmann hat Bruder nachzuhaken. Falls er sich weiter dumm stellt, dann beschuldige ihn in aller Öffentlichkeit. Das wird er sich nicht bieten lassen. Okay. Wir versuchen es mal. Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt schon in Part 17 sind, ey. Mein, in Part 17! Und wir haben noch nicht mal die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Wir haben nicht mal 10% vom Spiel. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass wir einige Zeit hier beschäftigt sein werden. Also man kann es relativ schnell alles schaffen, wenn man es alleine macht. Also nicht alleine spielt, sondern es für sich macht und nicht aufnimmt oder so. Ich meine, selbst im Stream, der habe ich fast, oder bin ich jetzt bei 5 Monaten, glaube ich. 5 Monate für die, für fast alle Addons. Und wir sind aber noch nicht durch, das sei das schon mal zugesagt. Wir sind noch nicht durch, da kommt also noch was. Hallo, Halbbruder. Was guckst du mich so an? Beschuldigt mich an Adbürm etwa? Würde ich. Ich würde ihm einfach vorwachen? Ja. Du böser Knecht, du. Jetzt reicht es mir aber. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit Adbirms wilden Anschuldigungen herumzuschlagen. Eines unserer Frachtschiffe ist vom Sandstrand verunglückt. Ich war beim Grab meiner Großmutter, dass ich nicht weiß, wo Fürst mit oder seine Ladung abgeblieben sind. Es könnte sein, dass er auf dem gekenterten Schiff war. Das lässt sich nur schwer nachprüfen. Zuerst müssen wir erklären, wie das Schiff überhaupt kentern konnte, obwohl so viel erfahrene Matrosen an Bord waren. Nein. Okay, das wird etwas schwierig jetzt. Wenn wir tatsächlich mit unserem Schurken machen. Es fehlt uns an Leuten für eine ausgedehnte Suchaktion. Willst du uns nicht dabei helfen? Es geht schließlich um Leben oder Tod. Wir sehen, Leute suchen das Meer nach Wracktrümmern. Oh Gott. Ab und für die Küsten stellen wir Abenteurer ein. An der Stand hat noch niemand nachgesehen. Kannst du dort nach Schiffbauer Dilde suchen? Ja, können wir. Ihr wollt mir da jetzt nicht nochmal die Blöße geben und diesen Zungenbrecher aussprechen. Da ist er.
Du suchst den Schiffbauer Fulsmith, du hast ihn gefunden, das bin ich. Der erste Schiffbauer Adbirn wartet auf meine Rückkehr, sagst du. Das wird nur etwas dauern. Unter der Ladung des Schiffs befand sich ein wichtiges Bauteil für die Victory, ohne die ich nicht zu den Morabi-Trockendocks zurückkehren werde. Sonst wird das Schiff ja nie fertig. Die heftige Karambolage hat die Ladung weit aufs offene Meer hinausgeschleudert. Die Strömung müsste sie an diese Küste getrieben haben. Willst du mir nicht bei der Suche helfen? Finde das Steuerrad, die Takelage und das Segeltuch der Victory. Bring sie mir. Aber nimm dich vor den Quirken in Acht, die hier am Strand ihr Unwesen treiben. Die verfressenen Biester kennen keinen Halten, wenn sie schmackhafte Leute wittern, und das tun sie bei dir garantiert. Und ein Eierdieb. Irgendwie sind die süß. Der hat doch eben gerade. Hä? Ich dachte, da wäre schon was gut gewesen. Naja. Das habe ich. Jetzt bist du dran. Das hier noch. Oh, komm her. Bitte nach hier hinten. Aber ein bisschen was haben wir zum Glück an Scherben. So, und hier ist die Tagelage. Und noch ein Eierdieb. Es lauft um dein Leben. Bei all den blindäugigen, kaltblütigen Ungeheuer des Meeres, bevor ich nicht das Steuerrad, die Takelage und das Segeltuch der Victory geborgen habe, werde ich nicht zu den Morabi-Trockendocks zurückkehren. Ja, da kannst du ja jetzt lange warten, ne? Ich meine, wenn er das finden will. Da tritt wieder ein Kloakenmull. Du hast tatsächlich die Bauteile der Victory bergen können. Für eine Landratte hast du es wirklich Fäustchen hinter den Ohren. Ich weiß. Das sagt man mir häufig. Im Moment, wenn man was sucht, was man nicht findet.
Ich glaube, ich bin wieder einigermaßen bei Kräften. Ich werde den Arbeitern am Kai einen Besuch abstatten und dann zurückkehren. Geh du schon mal zu dem Morabi-Trockendocks und erstatte Abbürm Bericht. Sag ihm, dass der Seebär Fürst mit Lor am Leben ist und sogar die Bauteile der Victory mitgebracht hat. Vor allem du. Wir. Wir. Okay. Also einmal zu den Morabi-Truck-Docks. Ja, nee, in den Fade würde ich jetzt ungern rein. So, dann kann ich das jetzt mal mit Marodeur machen. Diesmal Marodeur nehme ich auch 13. Also da zwei Klassen kann man sich das echt gut aufteilen. Verstehe, die Havarie war also kein Unglück, sondern ein Überfall. Hinter solch einer absichtlichen Karambolage können eigentlich nur Piraten stecken, die jetzt auf die Fracht abgesehen haben. Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass es Will Smith gut geht. Nicht nur, damit die Arbeiten an der Victory ohne Verzögerung beendet werden können. Dafür gebührt dir mein aufrichtiger Dank. So. Ein 13er. Gim Tota, die Kommandantin der Wachtruppe der Trockendocks, braucht tatkräftige Unterstützung und ich habe mir erlaubt, dich dafür vorzuschlagen. Melde dich umgehend bei ihr. Es geht wohl um verdächtige Gestalten, die vermehrt in der Nähe der Docks gesichtet wurden. Wir vermuten, dass es sich dabei um schändliche Piraten handelt, die sich Admiral Merwip widersetzen. Wo wir zusammenhalten sollten, um den Wiederaufbau zu bewältigen. Und er gräbt dieses verräterische Pack alles, was wir bisher erreicht haben. Geh schon. Gimtora ist beim Etheriten. Darf ich? Also ich würde behaupten, dass wir heute recht gut vorankommen. Mann, wir sind schon bei 13er Quests. So, ich hole jetzt hier nochmal was vom Mokri-Ding ab. Oh, okay. So. Dann sind es nur noch 10. Sortieren. So, die Rosinen kann ich mit hier hinpacken. Das ist halt mega cool. Das Outfit. Im Totem. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, Adbirm hätte zu viel versprochen, als er dich über den grünen Klee gelobt hat. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Man sollte es kaum für möglich halten. Aber einige fehlgeleiteten Piraten stellen noch immer die Autorität des Mahlstroms in Frage und zeigen dabei erschreckend hohe Gewaltbereitschaft. Es steht sogar zu befürchten, dass sie die Victory sabotieren wollen. Einige Verdächtige wurden in der Nähe des Nimea-Signums gesichtet. Deshalb lautet dein Auftrag, sieh nach, ob sich dort schändliche Piraten herumtreiben. Horche sie unfällig aus. Falls du welche findest, Nago am hinteren Tor wird dir den Weg beschreiben. Ah, ja. Na dann. Achso, ja, das hatten wir. Ah, du bist es. Ich wusste doch, dass Adbirm dich für diesen Auftrag empfehlen würde. Du musst einfach an den Felsklippen entlang nach Südosten.
Auf dem äußersten Felszug steht ein heiliger Monolith, der Nimea der Norne geweiht ist und deshalb Nimea Sigrum genannt wird. Wenn du dort Piraten findest, dann sprich sie unauffällig an und versuch ihnen Informationen zu entlocken. Die meisten dieser Halunken sind nicht die hellsten. Pass auf, dass sie nicht merken, für wen du arbeitest. Sonst schneiden sie dir die ratzfatz die Gurgel durch. Das ist auch wieder sehr, sehr, sehr nett. So, wir sind auf jeden Fall schon auf der nächsten Seite angekommen. Das ist gut. Wenn ich da jetzt einmal hinkomme. Es gibt nur eine. Naja. Warte mal, was hier für die... Ah ja, okay. Warte mal hier mal kurz. Weil dann brauche ich hierfür nämlich nur noch das Spukgespenst. Fällt mir gerade nur mal so ein. Dass ich da ja noch was hatte. Wobei eins ja noch fehlt. Dann kriegen wir es eh nicht vollständig. Aber wir haben es schon mal teilweise hinter uns. Einmal in diese Richtung. Oh, warte. Dieses schöne Meer. Okay. Ein schändlicher Pirat. Ich hatte die Katze, glaube ich, wieder vergessen. Hey, du Topfkopf, quatsch mich nicht direkt von der Seite an, sonst könnte es passieren, dass du zufällig stolperst und die Klippe runterstürzt, klar? Und deine Abenteurerin bist du auch noch. Deine Sorte kenne ich genau. Immer steckt ihr eure neugierigen Nasen in Angelegenheiten, die euch nichts angehen. Ich habe aber keine Lust, mit dir zu reden, also zieh Leine. Was hätte ich meinen Jungen daraus geholt? Das wäre perfekt geplant. Aber jetzt müssen wir nochmal von vorn anfangen. Die sehen aus wie aus der einen Cutscene mit Istola. Wenn die ehrlich sein soll. Naja. Lauf, Forest, lauf. Jetzt müssen wir jetzt wieder zu dem Kommandanten da runter. Ja. Deiner Beschreibung nach gehören die Piraten, auf die du gestoßen bist, nicht zu uns. Ich frage mich nur, welche Jungen sie befreien wollen. Haben sie es gar nicht auf die Victoria abgesehen, sondern auf eine Person hier in den Docks? Auf alle Fälle müssen wir wachsam sein. Aber dank dir sind wir den Halunken einen Schritt voraus. Sollten sie es wagen, sich uns zu nähern, werden wir sie gebührend empfangen. Nein, so kurz davor. Okay, dann müssen wir tatsächlich jetzt erstmal andere Dinge erledigen, bevor wir weitermachen können. Weil wir sind nicht mit keinem Charakter Stufe 14.
Das heißt, jetzt werden wir dann wohl noch mal ein bisschen Nebenquests machen. So ein ganz kleines bisschen Nebenquests. Erstmal einige annehmen. Der anderen halt auch hier. Und ja, dann kann es demnächst irgendwann mal weitergehen. So, wir reparieren mal. Waren. So. Den Stoff brauche ich nicht. Aber den Rest behalten wir. Arsenal. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Okay. Gut. Ahoi, Matrosin. Schön, dass du mir Gesellschaft leistest, seit ich nicht mehr so oft zu Oshons Fackel gehen kann. Mit dem alten Rostensee zu klönen, ist mir manchmal ein bisschen langweilig. Der alte Halunke ist aber bestimmt noch schlimmer dran. Hockt alleine da oben auf seinem Leuchtturm und schnitzt zum Zeitvertreib Figuren. So was Ödes aber auch. Bisher habe ich ihm einmal pro Woche das Material gebracht, aber seit meine Hüfte Zicken macht, schaffe ich den Weg einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hat der gute Rostensee schon eine Weile nichts mehr zum Schnitzen. Würdest du ihm nicht eine Freude machen und ihm vier Schakalfangzähne vorbeibringen? Aber die müssten blitzblank sein. Natürlich müssen sie das. So, da hinten ist so eine. Irgendwo. Wafufu. Hallo, Wafufu. Oh weh, ich habe anscheinend vier meiner Proviantpakete verlegt. Was soll ich nur machen? Ich kann Adbirms Magen schon von Walpengrummeln hören. Ich bin mir sicher, genug für alle zubereitet zu haben. Daher muss ich unterwegs ein paar verloren oder den falschen Leuten gegeben haben. Oh, hast du das gehört? Das war schon wieder Admirals Magen. Er sieht sehr glücklich aus. Er sieht nicht glücklich aus, oder? Ich muss bei meinem Wagen bleiben. Aber wenn du die trockenen Docks nach diesen Proviantpaketen absuchen könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Vielleicht bereite ich dir sogar etwas Besonderes zu. Hast du das gesehen? Ibirm hat einen bösen Blick hier rüber geworfen. Wenn seine Verpflegung nicht bald wieder auftaucht, befürchte ich, dass er mich auch verlassen wird. Ja. Klar wird er dich aufessen. Gut, Proviantpaket. So, Hallöchen. Braucht ein Zerbe. Und ich dachte schon, das Mädel hätte ein Auge auf mich geworfen. Obwohl sie natürlich nicht mein Typ ist. Ich mag Frauen, die ein paar Ilme größer und ein paar Punzen schwerer sind. Und ein paar Stufen blauer, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hätte jedoch durchaus eine zweite Mahlzeit gebrauchen können. Man bekommt ganz schön Appetit, wenn man den ganzen Tag auf Eisen rumklopft und es in Form bringt. Ja, da bekommt man Hunger. Ja, okay. Wir müssen also hoch. Kein Problem. Ah, sag's nicht, du willst mein Essenspaket. Ich kann es in deinen anklagenden Augen sehen. Natürlich wusste ich, dass dieses Proviantpaket nicht für mich bestimmt waren. Da ich heute immerhin frei habe. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die kleine Wafufu eins vermissen würde. Versprichst du mir, nicht zu erwähnen, dass ich es war, wenn ich es dir zurückgebe? Ich möchte nicht, dass das Mädel schlecht von mir denkt. Obwohl ich das natürlich nicht hätte tun sollen. Weil sie muss es ja nicht wissen. Oder? Bitte, bitte. Nein, nein. Das muss sie nicht wissen. Das ist gut. Das passt.
Bitte sag mir, dass du die Essenspakete gefunden hast. Ich schwöre, Adbim ist seit unserem vorherigen Treffen ein ganzes Stück weit näher gerückt. Hier. Hast du. 1, 2, 3, 4. Du hast es geschafft. Du hast alle verlorenen Proviantpakete gefunden. Nun kann ich endlich wieder in Ruhe durchatmen, in dem Wissen, dass Adbim seine kannibalischen Fantasien nicht ausleben wird. Zumindest nicht heute. So. Nein, so ein kleines Stückchen. Das ist doch echt zum Niederknien. Naja, dafür haben wir neue Quests. In den nächsten Parts wird es dann wohl auch erstmal weiter um Quests gehen. Die machen wir dann halt mit dem Hermetiker, soweit es irgendwie möglich ist. Und dann halt noch mit dem Schurken. Damit die dann wieder auf 14 sind. Ich bin auf der Suche nach einer strammen jungen Abenteurerin, die gut mit Zahlen umgehen kann, um unsere verbliebenen Vorräte an Planken und Holzscheiten zu inventarisieren. Aber ich kann auch mit dir vorlieb nehmen. Nun, da die Arbeiten an der Victory fast abgeschlossen sind, muss ich unsere Holzbestände überprüfen, um festzustellen, ob wir noch mehr brauchen. Rasin Mülsin und Ruimo Falaimo haben bereits mit der Inventur begonnen. Das spricht zunächst immer mit den beiden. Ich benötige die genauen Bestände an Ackerdeckholzscheiten und Vorderdeckplanken. Verstanden? Ja, okay. Einmal. Ich habe gerade die Zählungen der Zedernholzmasten abgeschlossen. Dem Rangmeister werden die Ereignisse nicht gefallen. Wie? Du bräuchtest ihm das für mich? Gerne, Mädel. So groß wie die Victory ist, benötigen sie drei große Masten und zwei kleinere. Jeder Mast wird mit 4 bis 5 Rahen versehen, in dem die Säge befestigt werden. Man muss kein Zahngenie sein, zu realisieren, dass das eine ganze Menge Holz ist. Wie viel masttaugliche Holzscheite ich hier gezählt habe? Willst du wissen? 4. Nicht 400, nicht vierstellig, nicht einmal 14. 1, 2, 3, 4. Das kannst du gerne dem Duckaufseher stecken. Behaupte später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nein, das würde ich nie behaupten. Okay, ich muss tatsächlich da hoch. Und nur noch du. Exakt 200 Planken aus Eichenholz. Nicht eine mehr oder weniger. Ich habe sie zweimal gezählt und danach noch dreimal, nur um sicher zu gehen. Wir bekommen jedoch Schwierigkeiten, wenn die Schiffsbauer mehr als das brauchen. Die Brände der Katastrophe haben die meisten Bäume im alten Eichenwald vernichtet. Was mit den Verbliebenen passiert ist, fragst du? Nun, die haben wir gefällt, um die Victory zu bauen. Juhu. Nett. So, die letzte Quest für heute. Danach machen wir erstmal Feierabend. Ich nehme an, du hättest genügend Finger, um dir beim Zählen zu helfen. Also, schieß los. Wie ist die Lage? Das sind in der Tat wenig erfreuliche Zahlen. Die Katastrophe liegt zwar schon eine Weile zurück, aber anscheinend haben wir uns noch lange nicht von ihr erholt. Es limsa mit Salzwasser im Blut, schmerzt es mich, das zu sagen. Wir müssen uns vermutlich an die Waldbewohner in Gridania wenden, um die Victory rechtzeitig fertigzustellen. Oh Gott. So, und wir sind Stufe 14. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal wird es dann wohl erstmal mit Nebenquests weitergehen, damit wir die so ein bisschen aufarbeiten. Weil wir haben mehr als genug Nebenquests jetzt. Ich meine, hier haben wir. Da haben wir. Dann haben wir da hinten noch eine. Also wir werden da bestimmt einiges mit zu tun haben. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao. Yeah.
Tschüss.